this knowledge, without this foundation, you could not have the will to do what I must now ask of you. I followed my father to the Greenland Wastes to uncover his secrets. You had to know how far I was willing to go. I found a disused mining shaft and took shelter from the storm. You had to know how desperate I was. I was plagued by doubts, fears, and mysteries, and aided by a madman, Red. You had to know how lonely I was. I incinerated my best friend. Red told me he wanted to die. You had to know how guilty I felt. I ventured boldly onwards and was struck down by my own heroics. You had to know how stupid I was. All of these things, so human, so perfect. And yet still I fail to do what I must now ask of you. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra. Leider immer noch mit dem alten Mikrofon, aber ich kümmere mich die Tage drum. Ich verspreche das. So, wir sind jetzt offiziell im zweiten Kapitel von Penumbra angekommen. Black Plague oder auch Schwarze Pest. Und das sind Geräusche, deren Ursprung ich lieber nicht sehen will. Hallo? Alter. Was ist denn hier los? Ich... Sag mal. Was machen die denn da? Wer macht denn das da? Scheiße. Ja. Gut, wie ihr seht, ich habe mich entschieden, hier direkt weiter zu... Jetzt hört doch mal auf damit. Ach, scheiße. Okay, das ist ein guter Einstieg. Ja, wie ihr seht, es geht gleich weiter hier mit Penumbra. Hier die Folge Piste Matratze. Kann ich irgendwie eine Seite anheben oder so? Hui. Hui, jetzt wieder. Hui. Ah, geht. Oh, aber... Ey, das war cool. Nochmal hoch. Ich glaube, ich kann mich hier drunter verstecken. Nee, geht doch nicht. Da war wieder dieses blaue Leuchten vom Verstecken. Ja, ich blödel hier gerade ein bisschen rum, weil ich nicht aus dieser Tür raus will. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns hier erstmal um. Ich hatte übrigens erst überlegt, ob ich... Hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, ob ich erst ein paar Tage Pause mache, vielleicht ein bisschen Slender oder so. Ich habe mich entschieden, jetzt direkt hier weiterzumachen. Ja, trotz dem schlechten Mikrofon. Ich weiß, ich kümmere mich drum. Versprochen. Ja, schön, dass die Ruckler auch noch da sind. Die Decke sieht aus, als ob die jeden Moment einstürzen könnte. Ich sollte zusehen, dass ich hier rauskomme. Was war das? Wieso ist das so? Ein Bürotisch. Aber anscheinend hat ihn jemand als Werkbank benutzt. Okay. Ich muss mal kurz was überprüfen. Tja, ich habe gerade noch mal ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt, aber hier dieses helle Leuchten kriege ich nicht weg. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Im ersten Teil war das nicht so. Ich hoffe, es stört das Ganze jetzt nicht zu sehr. Ja, ach, diese Geräusche. Ich muss jetzt auch noch mal neu starten, das Ganze, deswegen... Laufen diese Geräusche da jetzt wieder? Oh. Unser alter Freund, der Leuchtstab. Da ist er wieder. Das ist ja schön. Zwischen Licht und Schatten existiert eine ganze Welt. Diese Welt ist notwendigerweise unsere eigene. Fliehen Sie sofort. Oh.
ist das hier, James Bond? To-Do-Liste. Ist leer. Okay. Furchtbar kalt. Ich glaube nicht, dass es hier noch wärmer wird. Also ein bisschen stören tut mich das schon. Verschiedene Zeitungsausschnitte. Ein Rezept für arme Ritter, ein Artikel über einen Karneval in Reno und ich glaube ein Rückblick auf den Aktienmarkt von 1989. Ich kann echt nicht sagen, ob das Absicht ist. Ja, komm. Immer dieses Geräusche noch. Ach, schade, ich kann damit nicht interagieren. Ach, hier stehen so ein paar Hündchen, würde ich sagen. Was haben wir hier drin? Geld. Okay, was kostet die Welt? Hallo? Ja. Ja. Leer. Hier was drin? Nee? Halt. Nee, doch nicht. Okay, was haben wir hier? Müll. Der Müll. Oh, das wollte ich nicht. Aha. Sie werden niemals herausfinden, wie ich geflohen bin. Weg hier, du Ranzding. Huch. Abgesperrt. Habe ich mir fast gedacht. Oh, To-Do-Liste Upgrade. Update. Ach ja, ich muss einen Weg hier rausfinden. Ja, das wissen wir ja schon. Fast auf Gefriertemperatur. Auch zu leuchten, Mensch. Ich kann dieses Geräusch nicht ausstehen. Ich bekomme Gänsehaut davon. Kann ich vielleicht aus? Ich sagte aus. Nee, scheint nicht zu gehen. Okay. Eine Lüftungsschachtabdeckung. Verdammt, sitzen die Schrauben fest. Dafür brauche ich wohl irgendein Werkzeug. Was ich eben in meiner Anmoderation noch erwähnen wollte, bevor ich durch das Leuchten abgelenkt wurde, ist, am Ende des letzten Teils sind wir ja von irgendwem niedergeschlagen worden. Es ist ein bisschen zu dick, um als Behelfsschraubenzieher zu funktionieren. Was? Das bedeutet... Bleistift. Anscheinend aus Metall. Das bedeutet ja, dass es hier noch andere Überleben geben muss. Funktionsfähiger Schraubstock. Habe ich doch richtig gesehen. Huch. Ach. Oh, andere Seite. So. Offen. Naja, vielleicht reicht's. Ich sollte etwas Platz schaffen. Doch in die andere Richtung. Was mache ich denn hier schon wieder? Okay, noch weiter geht das nicht. Da ist doch etwas Platz. Mensch, pack das. Ich sollte etwas Platz schaffen, damit ich die Münze korrekt einspannen kann. Doch andersrum. Ach, sag mal. Ich habe das Gefühl, das will mich hier gerade ein bisschen verarschen. So, zweiter Versuch. Jetzt klappt's. Das ist ja wieder ein wunderbarer Einstieg. Genau wie beim ersten Teil mit der dämlichen Luke. So. Dass das immer sofort zurückfedert da. Das ist furchtbar. Flache Münze. Juhu. So. Jetzt aber raus hier. Okay.
schön, dass wir den zweiten Teil quasi mit genau dem Rätsel beginnen, mit dem wir den ersten Teil beendet haben. Hat da wer gelacht? Wieso lacht da jemand? Hallo? Toll ist das nicht, aber dieses Loch ist wohl mein einziger Ausweg aus dieser Hölle. Licht. Hallo? Ich hoffe, hier gibt es keine Spinnen. Hallo? Mai 2001. Ich wusste nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen war. Aber mein Kopf schmerzte noch immer. Entweder war ich nur kurz ohnmächtig, oder sie hatten mich sehr kräftig geschlagen. Ich wusste nicht, was vor sich ging. Und urplötzlich war es mir auch egal. Ich war bald draußen. Ist ja wahrscheinlicher, dass er kurz ohnmächtig war, weil je länger man ohnmächtig ist, desto größer die Chance auf Hirnschäden durch das Trauma, das den Schlag verursacht hat. Ja, der Klugscheißer in mir kommt wieder raus. Aber das ist so. Diese stundenlange Ohnmacht aus den Filmen ist relativ unrealistisch in Wirklichkeit. Und ich rede hier schon wieder über irgendwelchen Scheiß, während da vorne irgendwas leuchtet. Ich mach mal mein Licht aus und geh gucken. Hallo? Der sieht ja lustig aus. Was ist das? Ja. Ich möchte es eigentlich nicht genau wissen. Muss ich da rein? Ich will da nicht rein. Habe ich die Münze noch? Ich habe die Münze noch. Okay, aber ich komme da nicht durch. Hä? War das jetzt gewollt oder war das ein Bug? Salvation. Erlösung. Meine oder die von jemand anders? Als meins. Meins. Spinnen? Hallo? Und ich glaube, er speicherte. Anscheinend hat jemand diesen Weg absichtlich blockiert. Und zwar ziemlich gut. Ich glaube echt nicht, dass das gewollt ist, dass das immer so grell leuchtet. Ich muss dann nochmal... Ja, Files wie immer am Ende der Folge dann. Ich hoffe, da stand nichts Wichtiges drin. Watch your steps. Collapsed. Ja, ich sehe es schon. Da. Hier komme ich irgendwie auch nicht durch. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob es hier weitergeht oder hier. Hier liegen Batterien, das heißt, wir kriegen eine Taschenlampe. Ein funktionierender Getränkeautomat. Wenn ich es mir recht überlege, wäre was Trinkbares jetzt gar nicht schlecht. Ja, dann steckt doch die Münze da rein. Geht das denn? Es geht. Limo-Dose. Immer noch eiskalt. Was zur Hölle soll... Natürlich liegt da eine Fackel hinter dem Getränkeautomaten. Gut. Was sollen wir mit einer Limo-Dose? Hallo? Ja, Weg blockiert ziemlich gut. Na gut. Wahrscheinlich müssen wir da lang, wo Collapsed steht. Hier. Oder hier? Blockiert. Hallo.
Jetzt. Hallo? Hallo, Batterien. Ich find's gut, dass ihr Batterien jetzt in meinem Inventar hockt und nicht mehr einfach benutzt werdet. Dann kann ich mir das vielleicht etwas besser einteilen. Oder sitzen die nur im Inventar, weil ich die Taschenlampe noch nicht habe? Das wäre natürlich doof. Der Tod ist die ultimative Unbekannte. Na, sowas. Dabei habe ich eben extra noch diesen scheiß Felsen darüber gerollt. Um zu gucken, ob das Ganze einbricht. Ein guter Start. Echt. Geht gut los. Ach, Mann. Oder muss ich hier die... diese hier da drüber legen? Damit ich da nicht einbreche. Weil von der Länge her müsste es ja ungefähr hinkommen, ne? Wenn ich das richtig deute hier, diese andere Bodentextur. Ich kann es versuchen. Hallo? Freezer. Ich dachte, der ist auf Namek gestorben. Was? Ach Gott. Der Pfeil sagt, ich soll durch diesen heißen Stream, wollte ich jetzt sagen. Durch den heißen Dampf laufen. Das tatsächlich anscheinend kalt ist. Okay. Ja klar, Freezer. Durch diesen Neustart habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, wie lange ich schon aufnehme. Könnte also sein, dass diese Folge dann etwas Überlänge hat am Ende. Hallo? Die Tür kann ruhig verschlossen bleiben. Was ist denn da gerade passiert? Ich habe nur gehört. Freezer tot. Muss ich da eine Kiste vorstellen? Ich stelle erstmal eine Kiste davor. Nicht, dass ich glaube, dass das viel bringen wird. Hallo? Hallo? Ich möchte an dieser Stelle übrigens nochmal den guten LP Karussell erwähnen. Der hat Penumbra nämlich auch schon gezockt. Falls ihr einen alternativen Durchlauf anschauen wollt, mal. Ketchup. Ich habe es mir ehrlich gesagt selber noch gar nicht angesehen. Weil ich ja selber einen Blind Run von Penumbra machen wollte. Ich werde mir das dann angucken, wenn ich hier durch bin. Könnt ihr mir gerne gleich tun. Ein Thermostat, der den Fluss von Kühlflüssigkeit durch diese Rohre regelt. Das ist schön für den Thermostat. Das heißt, ich muss da wirklich raus, ja? Abgeschlossen zum Glück. Besonders Spielzeug haben wir ja nicht. Ja, okay. Wie auch immer das funktioniert hat. Ich akzeptiere das einfach mal. Oh, ich bin sicher, so können wir da prima hochklettern. Scheiße. Oh, ich habe geflucht. Das wollte ich nicht. So. Damit uns keiner folgen kann. Aber das Zeug ist kalt genug. Scheiße. Ich dachte eigentlich, hier geht es jetzt weiter. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Was genau muss ich hier jetzt machen? Ist echt peinlich. Noch nicht mal eine Folge rein und ich hänge schon.
Also wir haben das Ding kalt gemacht, warum auch immer. Und nu? Hier mit Sachen auf die Rohre schmeißen? Ich meine, eine Waffe oder sowas habe ich ja nicht. Die Dose ist immer noch eiskalt. Regelt der Thermostat nach unten. Ist das eine Zeitgeschichte? Muss ich mich beeilen? Oh ja, ich muss mich beeilen. Oder einmal bin... Oh ja, dann jedoch war auf Zeit. Okay. Huch. Schon wieder ein Ladebildschirm. Und er hat gespeichert. Hallo, Laserlichtschrank. Chef Carlito is waiting for you in the mess hall with insert today specials here. A happy worker is an efficient worker. And only efficient workers will be fed. Okay, 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 okay. Nur effiziente Arbeiter werden Wenn ich nicht bald hier rauskomme, kann ich mich gleich daneben legen. Auf seinem Namensschild steht Neil Oswald, Chefchemiker. Und das kann ich natürlich von hier aus erkennen. okay, Oswald. Hat er vielleicht diesen Brief geschrieben? Wo Punkt? Kann er das sein? Ja, okay. Ich sollte mich vorsehen. Wenn ich den Balken überquere, werden die Sprengsätze bestimmt explodieren. Die Sprengsätze? Scheiße. Okay. Ich bleib einfach mal hier oben sitzen. Hier gefällt es mir ganz gut. Es ist ein guter Punkt, um für einen Moment Pause zu machen, mal zu lesen, was wir so gefunden haben und ansonsten für heute Schluss zu machen. Nun ja, vermutlich haben Sie meine letzte Notiz schon gelesen. Neil Oswald, ja tatsächlich, okay. Wir haben das Schlimmste überstanden. Wenn Sie, wie ich, gerade in den Lüftungsschacht entkommen sind, sollten wir nicht weit von der Verteidigungsstellung in der Kantine entfernt sein. Ich habe meinen Weg markiert. Wenn Sie ihm folgen, sollten Sie es schaffen. Wir sind schon fast zu Hause und im Trockenen. Ich habe gehört, dass Howard an einem Heilmittel arbeitet. Howard, den Namen habe ich schon mal gehört. Vielleicht können wir dieses Ding letztendlich doch besiegen. Vielleicht können wir das alles nach meiner Rückkehr in Ordnung bringen. Und wenn Sie es erst geschafft haben, winken Ihnen Tee und Medaillen. Vielleicht sogar heiße Schokolade, das wäre doch was. Ich kann es kaum erwarten. Ich liebe heiße Schokolade. Neil Oswald, Chefchemiker. PS, passen Sie vor dem Sicherheitssystem der Kantine auf. Ich habe es selbst entworfen. Es reagiert auf organisches Material. Organisches Material, ja okay. Gut, in der nächsten Folge werden wir versuchen, das Sicherheitssystem vor der Kantine zu umgehen, das Neil Oswald anscheinend selbst entworfen hat. Das ist schön für ihn. Ach, dieses Geklicke geht einem schon auf die Nerven hier. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn wir unseren Weg fortsetzen. Durch die Welt von Penumbra. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao.